Willkommen zu einem neuen Minecraft-Format. Erst einmal möchte ich ein ganz großes Dankeschön an die Leute in der Community sagen, die diese wunderschöne Map und dieses Schloss innerhalb von 12 Stunden für uns gebaut haben. In dieser Folge geht es darum, dass Maxify und ich aus unserem Dorf entführt worden sind. Die Dorfbewohner, also die Community, müssen uns also aus dem Schloss retten. Das Problem ist allerdings, dass dieses Schloss sehr verwinkelt ist. Und nicht nur das, denn vor ist der Entführer und seine Anhänger werden es den Dorfbewohnern sehr schwer machen. Denn nur Fordis und seine Crew dürfen Waffen und Schilde tragen. Die Dorfbewohner dürfen also keine Waffen verwenden und dürfen nichts aufbauen. Wenn uns also ein Dorfbewohner findet und uns berührt, müssen wir diesem hinterherrennen. Wenn der Dorfbewohner allerdings leider ausgeschaltet wird, müssen Maxify und ich zurück in unsere Zelle. Ob es also die Dorfbewohner Knus schaffen werden, uns aus dem Schloss zu retten, oder ob Fordis und seine Crew es geschafft hat, uns erfolgreich zu entführen, das siehst du in dieser Folge. Wenn du auch Lust hast mitzuspielen, dann schreib mir deinen Minecraft-Namen inklusive einer coolen Idee gerne in die Kommentare. Okay, los geht's. Die Leute vom Dorf dürfen jetzt angreifen. Okay, wir dürfen ab jetzt alles töten. Tötet Maxi, sie! Maxi, wo bist du eigentlich? Ich bin ein bisschen weiter oben. Ich bin die Treppen hochgegangen. Okay, Maxi, ich bleib mal hier unten. Alle über den Berg. Ich weiß auch nicht mal, wo Gnurrenz ist. Entführt aber nicht wissen, wo ich bin. Leute, wie gesagt, denkt dran, ihr müsst die Räume alle schön durchsuchen, um mich und Maxi zu finden. Und dann müsst ihr uns rausbringen. Oh, ja. Nee. Lauf, kleines Lauf. Moment mal, wo kamst du eigentlich her? Hast du da gecampt? Nein? Okay. Die sind alle im Haus. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein, sie sind tot. Max, sie müssen zurück. Die sind leider... Muss. Okay. Ich war gerade verwirrt. So, hä? Genau komm. Aber du hast gepupst, da stinkt's drin. Nein, ich hab nur einen Haufen gelegt. Oh, das ist in Ordnung. Haufen auf Haufen stehe ich. Boah, das ist ja mies. Die werden uns ja niemals finden. Ja, die suchen halt hier oben, aber... Oh, die wurden gefunden. Oh, süß. Los. Bringt uns weg, Oh nein, da kommen schon wieder die Bösen. Nein, Maxi, ich glaube, wir werden nicht gerettet werden. Okay, müssen wieder in unsere kleine Box. Lauf, kleines, lauf. Okay, hey, guck mal, hier ist doch... Schau mal, wie viele hier sind. Hast du eine Rüstung an? Du darfst doch gar keiner tragen, oder? Bist du einer von den Bösen? Oh, dann musst du den umbringen, der hier chillt. Oh, Leute, wohin? Ich sehe nichts, Maxi. Ich glaube, wir werden niemals gerettet werden. Okay, lauf. Okay, los, wir müssen mit denen laufen. Sie haben uns berührt. Los, yeah. Maxi, lauf. Wir wurden berührt. Hat's einer überlebt? Ja, schnell, Dominik, lauf. Wir rennt. Lauf, kleines, lauf. Wenn er ausgeschalten wird, dann müssen wir umdrehen. Dominik, lauf. Lebt Dominik noch? Oh mein Gott, das ist hier. Dominik, renn, Dominik. Ich glaube, Dominik ist tot, oder? Nur ich bin genau hinter dir. Ich glaube, Dominik ist tot. Du bist leider umdrehen. Ja. Maxi. Dominik hat es leider nicht geschafft, glaube ich. Warte, ihr müsst wieder zurück. Wir müssen zurück. Hey, uns wird niemals jemand irgendwie retten können, gell? Boah, Maxi, das Schloss ist schon echt. Also nochmal danke an die Leute, die es gebaut haben. Die haben 12 Stunden dran gebaut. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Rein da in die Olga. Wie viele Türen hast du da gebaut? Da hat uns jemand berührt. Nicht. Echt, da hat uns jemand berührt? Oh ja. Lauf, kleines, lauf. Lauf, Dominik, das ist Dominik. Wieder Dominik drin. Dominik, renn! Dominik! Ich sehe Dominik nicht! Lauft! Ich weiß nicht, wer Freund zum Feind ist. Dominik, tschüss, Dings! Berühr mich und lauf! Schnell, wir haben es nicht geschafft! Renn, schnell noch! Lauf, schnell! Chaos! Ich bin hinter dir, Chaos! Schnell, lauf! Mit deinen kleinen, fetten Knubbeinen und deinen süßen, behaarten Rücken. Oh, das macht mich ganz wuschig. Wir sind aus dem Schloss. Maxi, wo bist du? Ich bin noch im Schloss. Okay. Langsam raus. Dann müsst ihr Maxi retten. Los, Chaos. Bring mich schnell. Eine ist entkommen. Ich bin entkommen. Oh nein, Hilfe. Sie sind hinter uns. Ich bin auch gerade auf dem Weg. Oh, sie sind hinter uns. Lauf, Chaos. Ich muss schnell in mein Häuschen. Wo rein? Ihr seid schon auf dem Weg ins Dorf. Ja, aber der Maxi ist noch drin. Jetzt müsst ihr Maxi fett verteidigen. Nee, ich bin jetzt auch draußen. Okay. Ja, ich bin gerettet worden. Just Dixle kommt direkt mit und bringt alle Gnus um. So, ihr müsst noch Maxi retten. Ich bin da. Okay, sehr gut. Hallo Gnu. Wo bist du? Maxi, du musst schnell in dein Haus, Maxi. Maxi, in dein Haus. Hast du mein Haus? Okay. Oh, Maxi, ich glaube, du musst aber schon längst wieder umdrehen, ne? Nee, der Veggie hatte mich am Anfang berührt gehabt. Okay. Weiß nicht, ob er gestorben ist. Ich glaube nämlich ja, aber egal. Also habt ihr gewonnen? Ich weiß gar nicht, was hier gerade abgeht. Könnt ihr aufhören, euch umzubringen? Okay, Leute, jetzt verteidigt euer Dorf. Können wir schnell machen, dass die Leute sich irgendwie wehren können? So, Leute, ihr könnt jetzt alle töten. Los, alle auf einen, ihr müsst uns verteidigen. Ah. Schnell, Maxi, wir müssen in unser Haus. Maxi, wo bist du? Warum haben die eigentlich Diamantschwert? Ich weiß auch nicht. Ja, weil sie die alle versteckt haben, die kleinen Schlingel. So, los, Maxi. Werdet ihr es schaffen, die Bösen zu töten? Yay oder nay? Oh Gott, Maxi. Ich
kann er nicht hinterher. Wo bist du denn? Ich bin im Fufus Zimmer. Wo ist im Fufus Zimmer? Warte mal. In mein Zimmer? Keine Ahnung, da ist ein Fotos und Maxify's Zimmer waren da irgendwie. What? Angeht. So, ich spawn auch hier direkt wieder. Okay. Ihr sollt euch nicht gegenseitig töten, ihr sollt nur die Leute mit der Rüstung umbringen, Mensch. Ich war schon tot. Ach, ihr seid schon tot? Eigentlich schon. Da hinten ist eine mit der Rüstung, Leute. Die, wenn die mit der Rüstung gewinnen, dann haben die gewonnen. Ihr müsst jetzt das Dorf verteidigen. Los, los. Gnu-Herde verteidigt. Das ist ein schönes Gefühl, die Gnu-Herde hier zu haben. Aber das Problem ist auch, man spawnt einfach im Dorf. Ist doch geil, da gibt es eine endlose Schlacht. Ja. Die endlose Schlacht. Seid ihr schon alle gestorben mit der Rüstung? Er hört auf, mich mit Äpfeln zu beschmeißen. Einer mit Rüstung lebt noch, der schlägt sich ziemlich wacker gegen 10 Leute. Ey, was ist, rennen die denn da hinten alle rum? Die rennen einen mit der Rüstung hinterher und wollen ihn umbringen. Ich würde sich schnell ausziehen an eurer Stelle. Habt ihr jetzt gewonnen oder nicht mit der Rüstung? Ich check nicht mehr durch. Das ist einfach eine chaotische Folge. Glaub, ihr habt gewonnen. Okay, dann müssen wir alle mit der Rüstung jetzt auf den Scheiterhaufen hier bitte, auf den weißen Block bitte mal. Ohne, dass jemand getötet wird. Alle mit der Rüstung hier bitte auf den Scheiterhaufen, auf den weißen Block. Nur die mit der Rüstung. Ihr werdet heute gegrillt. Hier, alle Bowser, alle mit, genau, auf die Zelte bitte einmal. Bowser, genau, schön auf die Zelte und alle, die keine Rüstung haben, sollen da jetzt weg. Dann beschmeißt du mit Äpfeln, der Pöbel. Oh Gott, ey, wie das aussieht. Ja, Leute, ich würde sagen, das war eine sehr komische, kurze und chaotische Folge. Aber falls ihr weitere Ideen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich sag vielen Dank an Maxi und Fufu, auch die liebe Niki und Richie, alle, die geholfen haben. Danke an Likey für die Nerven und für den Server. Und danke an Larry fürs Organisieren. Und danke an die Community. Wir saßen hier jetzt, glaube ich, wie lange saßen wir jetzt dran? Ja, 2 Stunden. Deswegen vielen, vielen Dank. Sagt mir, wie es euch gefallen hat. Wir sagen wir Ade mit E. Waschi. Waschi. Tschüss.